Hallo Leute, weiter geht's mit Game zum Montag mit dem Spiel Mario Party 4. Wo wir würfeln können. Ich würde, glaube ich, einen Maxi-Pilz einsetzen. Ich meine, sonst komme ich gar nicht voran. Die Floßfahrt im letzten Part war nicht wirklich optimal gewählt. Aber ich wollte es einfach mal machen. Und 10! Und 17! Das ist mal eine akzeptable Zahl. Und ich bekomme Münzen. Yoshi, 10 Stück. Waluigi, 10 Stück. Hier runter will ich natürlich nicht mehr. Ich möchte nach rechts. Und? Oh, perfekt! Fragezeichenfeld. Mit deinen Worten, ich mache jetzt diesen Weg auch wieder zu. Ich sage, ich habe einen fröhlichen Wunsch. Und ich hoffe, da stimmt die Statue traurig. Wobei, wenn sie glücklich ist, was passiert dann? Sie ist traurig, okay. Sehr schön. Ich glaube, wenn die Statue glücklich ist mit dem Wunsch. Wieder nur eine Runde. Ugh. Wenn die Statue glücklich ist mit meinem Wunsch, dann passiert einfach gar nichts, glaube ich. Also nicht wirklich toll. Okay, alle gegen Yoshi, der hat eh keine Münzen. Aber ein Stern. Tor! Tor! Das ist doch mal was. Schussrichtung, Halten zum Kraft sammeln. An das Spiel erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Müssen wir alle gleichzeitig schießen, oder? Scheinbar, ja. Oh. Ja, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Oh, shit. Nicht zu hart schießen. Meiner ist drin. Perfekt. Yoshi ist gut. Yes, ist drin. Oh, wir müssen 10 Tore schießen. Oh Gott, 10 Stück? Kriegen wir nicht mehr hin, oder? Was, der war nicht drin? Na, eins hat gefehlt. Oh mein Gott, eins hat gefehlt. Was soll denn das? Oh, es fühlt sich so schlimm an, echt. Früher habe ich das Spiel wirklich geliebt und ich habe es gerockt und niemand konnte mir was. Aber jetzt? Jetzt kann ich echt gar nichts mehr. Jetzt ohne Witz, 10 Jahre sind zu wenig. Ich habe das länger nicht gespielt. Oh, er kann... Was macht er jetzt? Fliegt er jetzt zum Stern? Nee, er kann irgendwo hinfliegen und dabei Münzen einsammeln. Okay. Das ist ja toll. Aha, darüber und... Ist das gut? Das ist... Hä? In Sachen Stern ist es nicht gut für ihn. So, und Waluigi, unser Freund, kann jetzt zum ersten Mal in einen Item-Shop gehen und sich da was kaufen. Was kann er sich denn kaufen? Hammer oder... Was? Er kauft sich einen Hammer. Ja gut, ich meine... Darf er machen? Kommt da aber nicht rüber, das ist gut. Ich sage erstmal Yahoo. Er kommt auch nicht rüber. Moment, das ist gut für ihn. Ah, er ist auf direktem Weg zum Stern. Und deswegen kauft er sich nichts. Aber... Weg mit dir! Er fliegt zu Waluigi. Boing! Hätte er das mal gewusst, ne? Hätte er sich vielleicht ein Item gekauft. So, jetzt aber ich. Flut ist vorüber. Ugh, 2. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ich habe einen traurigen Wunsch. Mal sehen, ob das die Statue... glücklich stellt oder nicht. Toll, die Statue mag's. Sadistische kleine Statue, du. Ich darf die Reise fortsetzen, ja. Bringt mir aber nichts. Okay, alles in blau und ein 4 gegen 4 Minispiel.
Druckerpresse. Oh, ist das das mit dem Buch? Ich glaube, das ist mit dem Buch, ne? Mit den Löchern in der Seite. Oh, das ist gut. Das ist gut, aber ich werde es bestimmt wieder verkacken. Ja, das ist das. Die Blätter fallen um. Und da sind überall Löcher drin und wir dürfen nicht zerquetscht werden. Oh, ja. Sart! Ich bleib hier. Schupft mich nicht weg, Idioten! So, dann will ich da hingehen. Vorsichtig sein. Dann will ich da hingehen. Nicht wegschubsen! Dann will ich da hingehen. Hallo, würdet ihr bitte mal verlieren? Ich meine ja nur. Wo jetzt? Da. Dann gehe ich da hin. Würdet ihr bitte mal verlieren? Idioten! Hallo? Auf was spiele ich denn auf normal? Nein! Shit! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ich spiele auf normal! Was ist denn los? Dieser verdammte Yoshi! Der ist viel zu gut! Was für ein Sack, ey! Warum? Warum kommt er jetzt mit einem Minipilz? Würde ich gerne mal wissen. Na, ja, toll. Das bringt dir sicher viel Yoshi. Ja, das war einsame Spitze. Okay, der setzt seinen Hammer ein. Kann er auswählen an... Warum an mich? Und es wird Maxi-Hammer für mich. Ich glaube, das ist nicht mal so gut, oder? Glaubt es echt nicht mal so gut. Leider. Ja, jetzt werde ich groß. Ich kann dieses Minispiel dann nicht mehr machen. Was ein Problem ist. 8 und 3. Naja. Immer mehr als 10. Ich kann nicht in den Shop gehen. Was wäre das gewesen? Ich weiß es nicht. Oh, ich kann nirgendwo hingehen! Idioten! Idioten! Okay. Schneemannbrigade. Das war doch auch irgendwas Dummes, oder? Glaube ich. Renn über das Eis! Bewegen! Ich darf mich nicht von Schneemännern treffen lassen. Ja, ich glaube, das war's. Oh nein. Aber ich kann nichts anderes machen, als mich zu bewegen. Auf jeden Fall möchte ich immer in Bewegung bleiben, das weiß ich noch. Es ist echt über 10 Jahre her, ne? Jetzt geht mir aus dem Weg! Dämlich, die Idioten. Aber wenn ich immer in Bewegung bin, dürfte mir eigentlich nichts passieren. Glaube ich. Wie lange muss ich das aushalten? Eine Minute? Ja, das ist ja ein spaßiges Spiel. Ja, wirklich ein spaßiges Spiel, ne? Aufpassen, da kommt die große Kugel. Oh, die sind alle schon... Okay. Ah, würde ich auch sagen. Okay, die sind alle schon eingefroren. Das Spiel dauert halt viel zu lange eigentlich. Wenn da wirklich richtige Menschen dran säßen... Ja, es würde zu lange dauern. Ich habe beinahe 70 Münzen. Da ist doch was. Aber ich habe keinen verdammten Stern. Das ist ein bisschen ein Problem. Der kriegt einen Minipilz. Waluigi, 28 Münzen, ist 7. Der kommt auch gut voran. Sehr schön. Ja, ich möchte mich ein bisschen darauf versteifen, am meisten Münzen zu haben, weil es gibt am Ende des Spiels Bonussterne. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es in diesem Teil ist. Aber ich möchte am meisten Münzen haben, sagen wir es mal so. Und eine 4 ist nicht viel, aber immerhin etwas. Wieder 2 gegen 2. Diesmal mit Wario. Wario! Ja, ist ja gut. Kerkerdoppel. Ah, was war das nochmal? Ich glaube, das mochte ich.
Nein, vom Namen her. Aber was war es denn nochmal? Oh, na, oh nein. Oh doch, doch, doch. Springen, Hilfe betätigen. Doch, 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 doch. Ich glaube, das war gut. Mit dem Computergegner oder Computerfreund funktioniert das, glaube ich, relativ gut. Okay, pass auf. Ich bin rechts. Und ich muss hier den Hebel betätigen, damit Wario durch kann. Dann macht er dasselbe mit mir. Wir sind ein bisschen in Führung. Ja, man kann nicht rüberspringen, das ist ein bisschen das Problem. Man muss wirklich warten, bis die Tür unten ist. Und dann direkt Button mashen. Okay, wir haben ein bisschen Vorsprung. Wir haben ein bisschen Vorsprung. So. Wer geht jetzt als erstes auf die Plattform? Ich hoffe... Okay, er dreht jetzt schon. Ah, shit. Das war dumm, Wario. So, dann gehe ich da rüber. Hat ihr gesehen? Unsere Gegner sind runtergefallen. Da muss ich das drücken. Es geht doch schon viel schneller als bei Wario, ne? Ich will nicht auf ihm herumbouncen. So, hepp, rauf da. Ja, das gewinnen wir. Außer ich mache jetzt noch was Dummes. Ich meine, das könnte gut sein bei mir, ne? Mario, rauf da. Gut, ich habe extra gewartet. Und weiter. Los geht's. Und... Ah ja, jetzt müssen wir noch die richtige Röhre suchen. Ich habe die richtige. Perfekt. Ah, es geht... Oh nein. Die ist nicht richtig. Die ist nicht richtig. Die ist nicht richtig. Die ist richtig. Mario! Genau die. Sehr gut. Und jetzt müssen wir noch was machen, scheinbar. Oh, das klingt jetzt sicher ziemlich toll. Weil die L- und R-Tasten auf dem GameCube-Controller, die sind laut. Aber wir können uns Zeit lassen. Wir können uns wirklich Zeit lassen. Ja, seht euch das an. Die sind noch nirgendwo. Wobei, wir sind ziemlich nah dran, aber wir haben es geschafft. Okay, immerhin unser Spiel. Wunderbar. Yahoo! Wir haben gewonnen. 10 Münzen für mich, leider auch für Wario, aber... Ich brauche einen Stern. Ich brauche einen verdammten Stern. Wie soll ich zu einem Stern kommen? Das ist ein Problem. Warum jetzt ein Minipilz? Verstehe es nicht. Lass mich mal kurz was trinken. So. Eine 5. Warum hat er das gemacht? Bringt ihm das was? Eigentlich... Oh, was? Ein versteckter Block. Er hat... random... einen Stern bekommen. Einfach so. Einfach nur, weil er auf dieses Feld gekommen ist. Das ist unfair. Das ist doch unfair. Warum hat der hat 2 Sterne? Ich habe keinen. Ich meine, ich gebe es ja zu. In den Minispielen habe ich mich nicht perfekt angestellt. Ja, gebe ich zu. Aber bisher hätte ich nicht viel anderes tun können. Eine Tauschröhre. Okay, damit kann er die Plätze der Charaktere wechseln, wenn er es will. Aber ich glaube, ist mehr oder weniger auch Zufall, ne? Weg jetzt zu Yoshi. Okay, jetzt sind wir alle ungefähr gleich auf. Wo ist Wario eigentlich? Da drüben. Der ist ein bisschen... AFK, könnte man sagen, ne? So, jetzt wollte ich eine große Zahl. Wir werden das. 4. Spiel, groß ist anders. Aber ich sammle weiter Münzen und das ist gut. 4 gegen 4. Alles unbekannte Spiele, schön. Hand am Abzug. Erinnere ich mich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das war... Oh, Fadenkreuz bewegen und feuern. Okay. Möglichst viele Ballons abknallen. Schön kindgerecht, ja. Waffen aber... Ah, man schießt nur auf Ballons, ja. Voll okay. Ich muss gewinnen. Ich muss jedes Spiel gewinnen. Anders geht's nicht. Da ist mein Cursor da. Warum kann ich nicht drauf schießen? Hä? Ach so, oh shit!
Ah, okay. Man muss auf die richtige Farbe ziehen. Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte alle abschießen. Der Cooper da zeigt eine Farbe. Ich erinnere mich. Ah, nee, der Toad. Shit. Oh, mein Gott. Jetzt habe ich auf den Poop. Oh, jetzt habe ich auf den Cooper geachtet. Oh, mein Gott. Nehme jetzt Lila ins Visier. Okay, Toad. Nein, das war die falsche. Okay. Ich hatte drei Schüsse. Die anderen sind scheiße. Ah, oh, dieser verdammte Toad. Ich sollte mir die, die Erklärung ansehen, glaube ich. Sonst werde ich ein Problem haben. Das da. Das da. Die anderen sind nicht gut. Ich kann den Koopa auch nicht abschießen. Ich sage jetzt dunkelgrün. Hellgrün. Bumm. Okay, ich habe den Sieg nicht verdient. Ich gebe es zu. Ich hätte eigentlich verlieren sollen, weil... Ja, ich dachte, das Spiel kenne ich. Ja, ja, ja. Aber nee. Habe mich nicht mehr erinnert. Das ist wirklich mehr als 10 Jahre her. Das gibt's doch gar nicht. Ah, es ist noch 5 Runden. Ja, noch 5 Runden. Okay. Ja, Yoshi ist erster. Nur ein Stern ist bisher rausgegangen. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Okay, Waluigi dreht am Rad, wie immer. Und jetzt kommt noch irgendwas Spezielles. Alle Sterne, die bisher was gekostet haben, sind jetzt gratis. Ich meine, das erleichtert mein Leben jetzt nicht unbedingt, weil Münzen habe ich. Münzen habe ich, aber kein Stern. Das ist ein Problem. Das ist echt relativ eine langweilige Runde, muss ich sagen, weil, ja... Es passiert halt nichts. Yoshi hat... Ja, doch, Yoshi hat einen Stern geschenkt bekommen und einen gekauft. Aber alle anderen, die gurken hier nur ein bisschen auf den Feldern herum. Klepto ist nicht da, somit kann er nicht damit fliegen. So, und jetzt würde ich mal gerne eine große Zahl haben, bitte. Komm schon. Ah. Spiel? 1 ist jetzt nicht unbedingt die größte normale Zahl, die es gibt, ja. Ich meine ja nur. Bestellung bitte. Was war das nochmal? Was war das nochmal? Oh, Mario Party, ich liebe es. Wie gesagt, 1 und 4 habe ich am meisten gespielt, ich liebe es. Merkt ihr, welches Essen in welcher Schachtel steckt? Findet das zweiteilige Menü. Der Tisch dreht sich. Okay. 2 Dinge sich merken. Das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht. Okay, versuch's. Das Eis, Pommes, Eis, Eis und Suppe. Oh Gott. Hier, Eis. Ist da. Und da ist Suppe. Sehr schön. Man merkt sich immer ein paar Dinge. Hotdog, Burger, Burger, Pommes. So, Moment. Hotdog, Burger, Burger, Pommes. Geh weg! Ja, da... Geh weg! Da ist richtig. Das da. Was? Was? Die hatten es schon? Wario, Idiot! Burger, Suppe, Burger, Suppe. So mache ich das. Burger. Wo war das Eis? Wo war das Eis? Da. Burger, Suppe, Burger, Hotdog. Burger, Suppe, Burger, Suppe, Hotdog. Da ist die Suppe. Nein, nein! Da ist die... Da! Wario, verpiss dich! Oh Gott, wir wollten beide dasselbe öffnen. Wir sind uns immer entgegengerannt. Oh Gott. Es war unvorteilhaft. Aber wir haben gewonnen und ich habe über 100 Münzen. Yes! Immerhin etwas. Okay. Ich würde auch noch gerne einen Stern kriegen, ehrlich gesagt. Wie lame ist denn das? Wir machen hier 20... Es waren 20 Runden, oder? Und ich kriege nicht einen einzigen lächerlichen Stern. Aber Yoshi kriegt einfach einen. Und, ja, kriegt auch einen geschenkt. Das ist, ziemlich lame. Und ich komme halt auch nicht wirklich vorwärts, dass ich mir noch ein Item kaufen könnte oder so.
aber er kann sich jetzt ein Item kaufen. Uncool. Was hast du denn? Zauberlampe bringt dich direkt zum Stern. Oh nein. Oh nein. Er wird in der nächsten Runde zum Stern hingehen und sich einen kaufen. Was heißt kaufen? Der ist kostenlos. Und ich kann halt hier überhaupt nichts tun. Außer noch... nochmal eine 1 zu würfeln. Oh Mann, was soll denn das? Das gibt's doch nicht. Komm schon, was Cooles. Dreierwurf. Es könnte sein, dass ich diese Party nicht gewinne. Weil ich halt überhaupt keine Möglichkeit hatte, zum Stern zu kommen. Werfen, springen, ja. Das konnte ich früher auch ziemlich gut, aber jetzt, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, die roten Körbe geben einen Punkt, die gelben in der Mitte geben drei Punkte. Was? Ah, so, okay. Ja, und die Körbe, die bereits belegt sind, da kann man natürlich nichts mehr reinmachen. Ja, da ist nichts mehr. Da ist auch bereits was drin. Den nehme ich. Weil ich sagte, nehme ich. Nehme ich halt den. Oh nein! Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen! Aus Gründen. Oh, das war knapp. Ah, oh, nee, wie gesagt, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe gewonnen. Immerhin das, ne? Immerhin das. Das Spiel gewonnen, aber den Krieg, respektive die Party, nicht. Noch drei Runden. Wie soll ich in drei Runden zum Stern kommen, oder beziehungsweise zu zwei? Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Ja, Wario kann das scheißegal sein. Ich meine, der wird sich zum Stern teleportieren lassen mit der Lampe. Das macht keinen Unterschied. 7. Da kommt er nicht durch. Und rotes Feld. Mäp. Ja, Wario wird sich jetzt einen Stern holen. Er wird jetzt dahin teleportiert und kriegt einen Stern kostenlos. Ja. Das ist ein Problem. Ich konnte auch nie ein Item kaufen oder so. Was soll denn das? Ja, riesiger Genie hier. Der ist fett. Der ist sogar sehr fett. Da kann ich mal seine Schuhe sehen und seine Füße. Oh, ich hab gerufen. Hahaha, ich bring dich zum Stern. Hahaha. Fetter Lampengeist, Haufen Scheiße. Ja, toll. Der kauft sich jetzt einen Stern. Nee, er kauft ihn nicht mal. Er ist kostenlos. Na gut, er könnte ihn sich leisten. Das macht eigentlich keinen Unterschied, aber... naja. Ja, halt die Klappe. Darf ich jetzt bitte den Stern vor meiner Nase haben? Der ist... da. Da kommt man ohne Minipilz nicht mal hin. Wisst ihr, was ich nicht hab? Minipilz. Oh, er kann die Lotterie versuchen. Oh, das war cool. 5 Münzen und dann kann er was aufrubbeln. Ich glaube, er muss 3 aufrubbeln, oder? Oder nur 1? Scheinbar nur 1. Try again. Okay, das war nichts. Ja, das hat wirklich nur Glück. Okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? 9. Oh, 9 ist gut. Ja, aber... da komme ich nicht mehr hin. Ich brauche einen Minipilz. Jetzt gehe ich einfach da lang. Und flute einfach mal. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich mit meinem fröhlichen Wunsch irgendwas ausrichten kann. Nee, der Punkt ist, ich habe ein Ereignisfeld betreten und das könnte... siegesentscheidend sein, theoretisch. Theoretisch, ja. Warum? Ja, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Komm schon, 3 Runden.
Natürlich nicht. Warum immer nur eine Runde? Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Ach. Nochmal 2 gegen 2. Haben wir noch was Cooles? Klippenhänger. Was 10 Jahre oder sogar mehr in einem Gedächtnis ausrichten können, ne? Das ist echt schlimm. Oh, shit. Lass dich nicht fortwehen. Bewegen, festhalten, okay. Okay, okay, okay. Doch, verstehe. Ich verstehe. Komm schon, Wavebird Controller. Lass mich nicht im Stich. Okay, wir klettern einfach hoch und sobald ein Ausrufezeichen da steht, werden wir uns festhalten. Und sobald der Wind ein bisschen stärker wird. Wir gehen links herum. Was? Warum? Ich hab zu spät gedrückt, ne? Oh nein. Ich hab zu spät gedrückt. Jetzt haben wir es schon verloren. Haben wir nicht! Nicht zu viel riskieren, dann gewinnen wir. Nein, ich... Hä? Wenn ein Ausrufezeichen steht, ist zu spät, oder? Dann ist zu spät. Ja, sobald der Wind stärker wird, müssen wir bereits drücken. Ich habe mich das Ausrufezeichen verlassen. Das ist ein Fehler. Ja, jetzt können wir nicht mehr gewinnen. Außer die anderen machen einen Fehler. Ja, gut. Ich möchte immer zu spät drücken. Weil, ja. Oh mein Gott, vielleicht schaffen wir es noch. Oh mein Gott. Waluigi, kletter. Kletter so schnell, wie du noch nie geklettert bist. Komm schon. Laufen, Scheiße. Ach, das war knapp. Los, 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 los. Beeil dich. Mach schon. Wir sind doch oben. Na, ich wollte schon sagen. Mein Gott. Den Sieg habe ich auch nicht verdient. Den Sieg habe ich auch nicht verdient. Ich dachte echt, man kann sich auf das Ausrufezeichen verlassen, aber nein. Nein, nein, nein. Sobald der Wind stark wird, A drücken und halten. Noch 2 Runden. Okay, Yoshi kann sich ein Item kaufen, aber wird bestimmt auch nicht mehr zum Stern kommen. Es sei denn, er kauft sich jetzt was Tolles. Oh nein, er hat so viele Münzen. Tauschröhre. Okay, die bringt ihm in diesem Fall, glaube ich, nichts. Weil niemand hat einen Minipilz, niemand kann zum Stern gehen. Ja. Ja, in Sachen Münzen bin ich sehr dominant, aber alles andere... Ja, kann ich nicht wirklich punkten. Wario, was machst du? Eine 1, okay. Das wird wieder ein 2 gegen 2 Spiel werden. Komm schon, krieg ich eine 1 oder so? Was, Flut ist vorüber? Ja, 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 ja. 6. Auch langweilig. Freu dich nicht, Daisy, es war nichts. Nochmal 2 gegen 2, wie gesagt. Und wir kriegen... Komm schon, das mittlere. Danke. Ins Netz gegangen. Es gibt, glaube ich, nicht so viele 2 gegen 2 Spiele, kann das sein? Okay, okay, okay. Bewegen, fangen, Netz leeren. Ja, möglichst viele Cheep-Cheeps fangen. Cheep-Cheeps heißen die. Und dann bei uns den Behälter leeren. Okay, da bin ich. Und wir müssen langsam sein. Wir dürfen uns nicht so schnell bewegen. Oh Gott, mach mal den da rein. Man darf echt nicht so schnell sein. Ich bin zu schnell, oder? Ich bin zu schnell. 40 Sekunden! Wisst ihr was, ich verscheuche einfach mal die Cheep-Cheeps da bei unserem Gegner. Dann bewege ich mich wieder langsam. Ne, ich mache erstmal alle da rein. Wir werden verlieren! Wir werden verlieren! Yoshi, mach mal was! Die haben 10, die haben 11! Ich scheuche sie erstmal da weg. Ich scheuche sie echt erstmal da weg. Nein. Yoshi, die müssen wir kriegen. Rein da. Nein, wir verlieren!
Oh, was? Oh, was? Yoshi, bist du scheiße oder so? Oh nein. Das gibt's doch nicht. Wobei, doch, Yoshi, wenn Yoshi verliert, ist gut, weil der führt. Und zwar nicht nur wenig. Okay, letzte Runde. Der tauscht jetzt die Plätze mit jemandem und wisst ihr was, das bringt ihm gar nicht. Mit mir? Warum? Warum? Ich habe auch so eine Kackposition. Einen Stern wirst du dadurch nicht kriegen. Hier. Du kriegst einen Pilz, wobei in XX du nicht. Weil ja, letzte Runde, da passiert nichts mehr. Waluigi, du machst auch nichts mehr. Das ist ja toll. Leute, ich glaube, ich werde nicht gewinnen. Wario? Eine 10! Das ist gut, aber es wird dir auch nichts mehr bringen. Weil was willst du machen? Er macht das nicht mal. Er könnte doch ein paar Münzen abstauben, aber nö. Hat er keinen Bock drauf. Okay, und mein letztes Gewürfel. Das mir nichts mehr bringt. Eine 1. Ja, toll. Ist das die dritte oder vierte 1 in diesem Spiel? Wahrscheinlich. Okay. Letztes Spiel. Oh, alles neu. Freischwimmer. Das bedeutet für uns. Was denn? Das gleichzeitig, das abwechselnd und dann ab. Mir wird das angezeigt, ich hoffe doch. Das müsste ich. Oh, kriege ich das hin? Okay, pass auf. Und ich drücke. Gleichzeitig! Oh, wir hatten auch noch Sauerstoff. Oh nein, seht ihr das? Das Herz da. Oben rechts das Herz, das darf nicht leer gehen, ansonsten. Ja. Rückenschwung, ja, ja, ja. Ich muss auf das Herz achten. Warum ist das der Gegner nicht immer voll? Ja, weil Daisy sich halt anstrengt, ne? Komm schon. Ja, wir sind gut dabei. Und dann A, B. Aber wie gesagt, das Herz darf nicht leer werden. Ansonsten verliert Daisy die Puste. Und es ist bald leer. Ich muss langsamer drücken. Wobei, wir haben es gleich. Nicht übertreiben. Komm schon, Yoshi holt auf. Und yes! Yeah! Das war schwer. Ja, sich da auf ein gutes Timing einzulassen, das ist schwer. Das ist schwer. Ach komm schon, ich habe 141 Münzen, aber keinen einzigen Stern. Das ist ein bisschen schwach, ne? Ich behaupte, wir gewinnen nicht. Gut, das Spiel ist zu Ende. La 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 la. Wie viele Sterne? Ich habe 0. Das war toll. Keinen einzigen Stern konnte ich mir kaufen. Wie viele Münzen? Ja, ich meine, da brilliere ich ein bisschen. Daisy hat Geld. Bonussterne, okay. Minispielsterne. Wer hat die meisten Münzen in Minispielen gesammelt? Das geht an mich. Allerdings. Okay, Leute, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Okay, als nächstes Münzstern. Wer hat die meisten Münzen gesammelt? Ich meine, machen wir uns da mal nichts vor. Das bin ich. Und jetzt, Leute, fragt euch vielleicht, was ist der letzte Stern? Und vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, warum freut er sich auf einen Ereignisstern, auf ein Ereignisfeld zu kommen, ja? Das kommt jetzt nämlich raus, und zwar Ereignisstern. Wer hat die meisten Fragezeichenfelder betreten? Wer könnte das sein? Hä? Sag's uns, Shy Guy. Yes! Nie Sterne eingesammelt und jetzt einfach 3 bekommen, ich meine. Das ist ziemlich gut. So, und ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Wir haben 3 Sterne, 1 Stern, 2 Sterne und 0 Sterne. Und der mit 3 Sternen, ne, oder die, gewinnt. Waluigi hat keinen. Und ja. Daisy ist der Sieger.
Wir haben gewonnen, Leute. Wer hätte das gedacht? Die Ereignissterne. Die helfen halt einem Spieler zu gewinnen, weil alles andere ist halt ein Stück random und so ist es, naja. Wenn man wirklich gut spielt, kann man hier ein paar Sterne abgreifen, wobei der Ereignisstern ist auch mehr Zufall. Aber der Münzstern und der Minispielstern als in Anführungszeichen guter Spieler kann man sich die sichern, ja. Okay, pass auf. Ich habe 100 Münzen gesammelt, ganz genau. Ereignisfeld. Ein Bob-Omb-Feld hatten wir gar nie, das ist doch lame. Fragezeichenfelder, ich hatte 3. Waluigi hatte 1 und sonst niemand was. Ja, wir haben gewonnen, Leute. Gott sei Dank. Ich hätte mein Gesicht verloren sonst. Okay, was jetzt? Gratuliere, Daisy. Danke. Was jetzt noch? Also, hier ist dein Geschenk. Oh, Geschenke, Geschenke, Geschenke! Aber die Regeln besagen... Oh, was? Wow. Dass du mich in einem Minispiel schlagen musst. Oh, war? Da erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Noch ein Minispiel? Nee, nee, das war's, Leute. Ich habe gewonnen. Tschüss. Nee, was ist das? Forschernase. Einer der 5 rotierenden Blöcke unterscheidet sich von den anderen. Verwende das, um dich unter den arbeitenden Block zu stellen und A zu drücken. Erwischst du den richtigen Block, gibt's dafür einen Punkt. Ansonsten nichts. 5 rotierende Dinger, die anders sind? Ich sehe doch schon, welches anders ist. Darf ich zuerst? Das da ist anders. Das war nicht schwer. 3 Punkte, okay. Daran erinnere ich mich auch 0. Erst zu Beginn sieht man, welches das anders ist. Oh, was? Das da? Oder was will das Spiel von mir? Wenn ne... Okay, nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Shit. Ich muss mir mehr Zeit lassen. Was? Das da? Was? Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Die eine Seite war kleiner. Oh nein. Oh fucking. Das da. Nicht? Okay, ich hab auf das falsche Detail geachtet. Okay, ich hab verloren. Ah, ich wollte es zu schnell machen. Jetzt habe ich das Spiel gewonnen, aber ich krieg trotzdem kein Geschenk. Daran erinnere ich mich wirklich null, Leute. Wirklich null. Naja, Pech gehabt. Nochmal. Oh, nochmal. Darf ich... Oh, ich darf so oft versuchen, wie ich will. Okay, 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 okay. Okay, okay. Pass auf. Pass auf. Ja, ja, ja. Keine Regeln. Los geht's. Okay, wir passen genau auf. Okay, das erste ist einfach. Ich muss nur schneller sein als der Shy Guy. Ist das da vorne in der Mitte? Meins. Okay. Okay, kommen immer dieselben Teile oder... Ne? Okay, dann kommt das. Okay, ich glaube... Das da? Was war jetzt da? Hä? Was war jetzt da anders? Ich hab's nicht gesehen. Das da. Ich verstehe zwar nicht warum, aber es sah für mich beim zweiten Anschauen falsch aus. Sagen wir es mal so. Ich würde sagen, das da. Nein, gibt es mir! Was? War nicht richtig? Das da? Was? Welches? Was war jetzt da anders? Ich hab's echt nicht gesehen. Ich hab's echt nicht gesehen. Hm. Na gut, ich meine, dank der Nettigkeit vom Shy Guy haben wir doch noch gewonnen. Ich hab's echt nicht gesehen. Was war da der Unterschied? Habt ihr's gesehen? Was ja? Sagt's mir bitte in den Kommentaren, weil, ne? Okay, jetzt kriege ich mein Geschenk. Hier ist dein Geschenk. Was kriege ich? Was Cooles? Was Dummes? Was Lames? Was Wertvolles? Ein... Daisy-Tisch. Toll.
Ja, man hat irgendwie das Zimmer von einem Charakter und das kann man dann irgendwie einrichten oder so. Irgendwie so war das, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, schön. Hauptsache, wir haben gewonnen. Ja, das ist Daisys Diorama quasi. Und die hat jetzt einen Tisch drin. Fantastisch, nicht wahr? Okay, Leute, cool. Wir haben doch noch gewonnen. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber die Bonussterne haben es rausgerissen. Ja, und jetzt könnten wir eine weitere Party machen. Machen wir aber nicht, denn... Leute, für heute war es das mit Game zum Montag mit dem wirklich spaßigen Spiel Mario Party 4 für den Nintendo GameCube. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!